Rebecca, du hast diese Woche zu einem Expertengespräch zu Fukushima eingeladen. Die Katastrophe ist schon über 2 Jahre her. Warum jetzt noch? Warum jetzt wieder über Fukushima reden? Ich weiß durch viele Kontakte nach Japan, aber auch zu europäischen und amerikanischen Atomexperten, dass in Fukushima bis heute nichts unter Kontrolle ist, dass die Situation sich katastrophal entwickelt hat. Und ich mache mir große Sorgen um die Menschen, die ja am Rande des Sperrgebiets leben und die meinen, dass wenn sie sich nur Mühe geben würden mit der Dekontaminierung, dass sie dann in Sicherheit leben können. Was würde passieren, wenn da jetzt nochmal die Erde bebt in der Region? Wenn da nochmal ein härteres Erdbeben auftritt, und das ist die andauernde Angst der Menschen in der Region, dann könnten die Reste der Reaktoren, diese Ruinen, einstürzen und könnten eine erneute große Kettenreaktion, Kernschmelzsituation auslösen. Warum interessiert dich das als Europäerin hier? Ich meine, abgesehen davon, dass es den Menschen in Japan schlecht geht, aber gibt es da auch eine Verbindung nach Europa? Ich finde, es ist eine wahnsinnige Verantwortungslosigkeit, wie die Internationale Atomenergieagentur TEPCO und die japanische Regierung schalten und walten lässt und immer alles nur bestätigt, was aus Japan gemeldet wird. Also wenn da dieser Quatsch erzählt wird, dass Cold Shutdown da der aktuelle Status ist, dann wird es einfach übernommen. Was bedeutet Cold Shutdown? Cold Shutdown bedeutet eigentlich, dass funktionierende Systeme in einer Anlage, dass die runtergefahren oder abgeschaltet werden. In diesen Anlagen, in diesen durchgegangenen Reaktoren, in diesen Ruinen gibt es aber gar keine Systeme mehr, die man einfach abschalten könnte. Ja? Man hat da Ruinen von Reaktoren und die Reste eines Brennelemente-Lagerbeckens und man weiß bis heute nicht so genau, in welchem Zustand sich das befindet. Was muss man jetzt machen? Was schlagt ihr vor, wie man die Situation in Japan unter Kontrolle kriegen könnte? Wir sitzen heute zusammen, weil wir nochmal systematisch die Internationale Atomenergieagentur und das Katastrophenmanagement in Japan kritisieren wollen. Darüber hinaus, und das ist unser Vorschlag, also mein Vorschlag und der einiger Experten, wollen wir, dass eine internationale Taskforce gebildet wird mit guten Experten, die in der Lage sind, die katastrophale Lage sowohl an den Reaktoren als auch für die Bevölkerung rund um das, was mal dieses Fukushima-Atomkraftwerk war, zu beurteilen und besser und verantwortungsbewusster, als es bisher passiert, ein Katastrophenmanagement entwickeln und durchführen. Also es geht wirklich darum, diese Ruinen von Fukushima anders unter Kontrolle zu kriegen, abzuwenden, was bisher einfach akzeptiert wird, nämlich eine schleichende, andauernde, katastrophale Kontamination des Ozeans. Und es geht darum, für die Menschen in Japan, gerade auch für die Menschen in der Region, viel mehr Schutz zu organisieren. Und was macht ihr dann damit? Also wenn ihr jetzt euren Masterplan sozusagen erarbeitet habt, schickt ihr den dann an die Internationale Atombehörde oder was passiert damit? Wir werden uns mit diesen Vorschlägen natürlich nochmal an die japanische Regierung wenden. Wir werden uns damit an die Internationale Atomenergieagentur wenden. Ich werde mich damit aber auch an das Internationale Olympische Komitee wenden. Es ist ja nicht unbedingt falsch, Olympische Spiele in Japan zu machen, aber wenn man das macht und wenn man dafür steht, dass in Tokio riesige Olympiastadien wieder eingerichtet werden, dann muss man doch mindestens gleichzeitig dafür sorgen, dass das Katastrophenmanagement in Fukushima, das ist ja nur gut 200 Kilometer entfernt von Tokio, dass das auch verbessert wird. Man kann doch nicht so tun, als würde man einfach nichts wissen von dem, was da ist. Dankeschön.